Wir machen heute etwas Interessantes. Du wirst heute lernen, ein kleines Gespräch zu halten. Okay. Ich erzähle erst den Inhalt auf Deutsch, was es wird, und dann erarbeiten wir uns das auf Spanisch. Und am Ende wirst du das dann hoffentlich alles ganz toll auf Spanisch alleine erzählen können. Pass auf. Okay. Auf Deutsch sind die Sätze folgende Sätze. Und ich habe versucht, du weißt, es klingt jetzt ein bisschen gekünstelt, wenn ich dir die deutschen Sätze so korrekt sage, weil wir auf Deutsch ja mehr so Füllwörter benutzen. Du weißt ja, wenn man normal Deutsch redet, dann macht man, ja, kannst du denn? Und man sagt mehr so normale Wörter, aber ich habe das die Sätze jetzt ein bisschen, sagen wir mal, sauberer, ein bisschen vereinfachter, weil ja später gleich das ganz genaue Gegenstück auf Spanisch sein muss. Hm? Also wir werden dann, erst werden wir lernen so, hallo, wie geht's? Wie läuft's bei dir? Bei mir läuft's gut. Ah, wie gut, es freut mich, das zu wissen, ist gut zu wissen. Willst du heute Abend vorbeikommen? Ich will dich sehen und mit dir sprechen. Und heute Abend kann ich nicht, denn ich muss eine Konferenz vorbereiten. Aber ich kann dich morgen besuchen. Und hast du morgen Zeit? Ja klar, wo wohnst du jetzt? Ich wohne jetzt mit Pablo. Genial, also wir sehen uns dann morgen. Und ich werde früh kommen. Ah, das gefällt mir gut. Die Idee finde ich gut. Wir können Kaffee trinken oder willst du nicht? Doch, ich verstehe. Ich denke, ich werde etwas zu essen kaufen. Für uns, normalerweise esse ich nicht früh. Ich esse gern später mit Pablo. Ah, okay. Magst du Fleisch oder was? Nee, ich mag lieber Pizza. Aber morgen ist Sonntag, wir müssen auch ins Kino gehen. Denkst du, dass Pablo mit uns gehen will? Was macht er morgen? Ich denke, er wird verstehen, dass wir mit ihm ins Kino gehen wollen. Also ich habe ganz genau aufgepasst, dass es wirklich alle Wörter sind, die wir haben und dass da nichts Neues bei ist. Und das ist ja schon ziemlich richtige oder ein richtig längeres Geplaudere, ne? Ein kleines Gespräch. Dann lass uns mal sehen, wie wir das jetzt hier so hinkriegen zusammen. Okay. Wie würdest du Hallo, wie geht's sagen? Hola, ¿cómo estás? Sehr gut. Wie läuft's bei dir? ¿Cómo vas? Ja, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Wie läuft's bei dir? Ja, sehr schön. Wir hatten gesagt, das ist ein bisschen mehr so allgemeiner. Wie läuft's in deinen Geschäften oder in deinem Leben? Bei mir läuft es gut. Me va bien. Fantastisch. Wie gut, so wie schön, wie gut? Bueno. Du kannst bei diesem gut, bei diesem bien bleiben. Der Unterschied ist, dass wir auf Deutsch sagen, wie gut, und auf Spanisch benutzt du das Wort für was. Que bien. Ja, als Ausruf machst du alles mit que. Que okay. Bien. Und dann hatte ich da ein bisschen Schwierigkeiten, das zu übersetzen, damit das nicht zu doof auf Deutsch klingt. Ich hatte gesagt, es freut mich, gut zu wissen. Weil die Sache ist, der Ausdruck, den wir auf Spanisch sagen, der ist sehr typisch. Und ich wollte ihn fast wörtlich übersetzen. Auf Spanisch wäre es, me gusta saberlo. Me gusta saberlo. Also die Wörter kennen wir. Wir kennen me gusta, wir kennen saber und wir kennen lo. Aber diese ganze Kombination ist neu und das würde wortwörtlich heißen, es gefällt mir, es zu wissen. Was ja ein bisschen komisch auf Deutsch klingt. Es gefällt mir, es zu wissen. Ich habe geschrieben, freut mich, gut zu wissen, aber dass wir so ein bisschen diesen Ausdruck lernen, me gusta saberlo. Okay. Willst du heute Abend vorbeikommen? Wie machen wir das denn? Si quieres pasar esta noche? Perfekt. Quieres pasar esta noche? Schön. Du hast dich daran erinnert. Ich will dich sehen und mit dir sprechen. Quiero verte. Genauso. Genauso. Y hablarte. Sprechen. Fängt richtig an. Fängt an mit H, A, B, hablar. Hablar, ja. Hablar, mit dir? Oder was ist mit dir, wenn du sagst mit und dir? Contigo. Gut, gut. Quiero verte y hablar contigo. Gut. Heute Abend kann ich nicht, denn ich muss eine Konferenz vorbereiten.
Esta noche no puedo porque ja, genau so. Preparo un conferencia. Du hast una conferencia. Sehr schön. Una conferencia. Du hast gesagt, weil ich eine Konferenz vorbereite. Also der Satz war perfekt, schön. Wir wollten aber, ich muss eine Konferenz vorbereiten. Porque debo preparar una conferencia. Ganz toll. Debo preparar una conferencia. Oder du könntest auch sagen, tengo que preparar una conferencia. Sehr schön. Mhm. Aber ich kann dich morgen besuchen. Pero puedo ja. visitarte mañana. Genau so. Pero puedo visitarte mañana. Mhm. Hast du morgen Zeit?